Es geht, ich muss, ich hab's zwar der UC-Tante gesagt, ich sag's nicht, aber es geht nicht anders. Es tut mir leid, aber... Jetzt ist nicht die richtige Zeit für solche Witze, klar? Das ist kein Witz. Ich meine es scheiß nochmal ernst. Nein, das ist Wahnsinn. Er ist tot. Sie haben Nein. ihn hingerichtet. Sie haben seinen Tod vorgetäuscht? Meine ganze Einheit. Sie warfen uns den Wölfen vor. Aber ihn behielten sie? Und jetzt ist er, was? Berater? Kommandiert insgeheim die Flotte? Was war so wichtig, dass sie ihn am Leben lassen mussten? Sie benutzen ihn, um Kriminelle aus dem Koloniekrieg aufzuspüren. Na, da haben sie sich aber einen Experten ausgesucht, oder? Erfrierung verschlimmert, na großartig. Ich denke, es liegt trotzdem nah, oder? Die Colonies jener Ära erschufen mich nur, weil sie Angst vor einer Welt ohne Vervictis an der Spitze hatten. Warum sollten sie ihn loswerden wollen? Solange ich lebe, werde ich nie die Loyalität diesem alten Mistkerl gegenüber verstehen. Moment mal. Wenn mein Vater lebt und von der Lazarus-Pflanze wusste, dann war er wahrscheinlich an den Angriffen beteiligt, oder? Das ist die heißeste Spur, die wir haben. Ich garantiere dir, dass er was weiß, selbst wenn er nicht beteiligt war. Aber ich schätze, wir bekommen im Moment keine weiteren Antworten. Los geht's. Holen wir die letzte Probe. Erfrierung verschlimmert. Ich muss mal gucken. Ich habe irgendwas gegen Erfrierung gerade. Da. So, das hilft nur kurzfristig, aber ja. Na dann, auf ihn! Entriegelung erfolgreich. Leute, eure Probe, sie hat sich bewegt. Ihr müsst vorsichtig sein. Das klingt nicht gut. Nee. Augen auf. Eure Probe hat sich bewegt, ja cool. Pass auf, das Essen läuft weg. Da, ich sehe es schon. Warum sieht das aus, als wenn Godzilla da schläft? Level 94, na großartig. Ist das die Probe? Du bist echt unglaublich. Ist unglaublich hässlich, ja. Was ist das für ein Geräusch? Das Ding schickt eine Art Signal aus. Das Radar schlägt Alarm. Ich glaube, du bekommst Gesellschaft. Ach du Scheiße! Ich glaube, ich kann das Signal aufheben, mit dem das Ding diese Kreaturen ruft. Aber ich brauche ein wenig Hilfe. Es müsste irgendwo am Hafen Radarsysteme mit Strom geben. Wenn du die online bringst, leite ich mein Signal darüber um. Na gut. Ich probe mein Bestes. Tür zu? Nee, natürlich nicht. Verbindung aufgebaut. Au. Übertrage Signal. Ja, es funktioniert. Aber die Sklaven, sie greifen die Anomalie an. Percival, machst du das? Ich bin das nicht. Ich nulle nur die Frequenz. Wir haben sie befreit und sie helfen uns. Ich habe noch mehr Kapazität. Zur nächsten Schüssel. Na dann auf geht's. Was können wir gebrauchen? Oh, Hilfe! Hi. Na, hoffen wir doch. Ja, plötzlich Musik weg. Null Signal bei voller Stärke. Die Verbindung zu den Sklaven müsste gekappt sein.
Und jetzt aus allen Rohren feuern. Na natürlich, mach das Ding platt. Der Chef von dem Laden hier. Habe ich noch Granaten? Mini Granate, ja. Also, apropos, warte. Ich habe noch einen Skillpunkt, den ich eh in Granaten stecken wollte, mal zwischendurch. So, mehr Schaden beim nächsten Mal. Schön, dass wie das nur feindliche Gegner betrifft und nicht die Kollegen hier nicht noch abheben. Boah, ist das offen. Hier, friss das! Die Frage ist, ob wir mit den anderen dann trotzdem uns noch rumprügeln müssen, wenn er down ist, oder ob die abhauen. Gute Nacht. Kehre zurück. Frage. Kann ich einfach so... Ja, kann ich. Sehr gut. Extreme Kälte, ja. Jetzt stellt sich die Frage... Da oben. Weil er hat so ein paar Daten gehabt, die waren bedenklich. Da ist die Frage, ob der Wevictus ihn vielleicht noch unter Kontrolle kriegt oder irgendwas. Sagt echt bedenklich gerade. Wie komme ich denn da am schlausten hoch? Oh, da drüben ist eine Treppe. Cool. Verzeihung. Es wäre ehrlich gesagt ganz cool, wenn ich wenn ich Halligalli ist hier. Mal sehen, was uns Wevictus noch aufbrummt. Was noch passiert. Schaut euch alle an. Zurück aus der Unterwelt. Ja. Zum Ende hin wurde es ziemlich hektisch im Funkverkehr. Aber es klang, als wäre es ein Erfolg. Haben wir alles, was wir brauchen, um den Plan in die Tat umzusetzen? Das und vieles mehr, ja. Wir haben alles.
der beste Platz für Sie. Die Verbindung ist vielleicht etwas undeutlich, aber habe ich das richtig verstanden, dass Vey Victis von dieser verdammten Pflanze wusste? So hörte es sich an. Der alte Admiral hat wohl jemanden eingeweiht. Selbst er ist nicht clever genug, um einen Angriff wie diesen aus dem Jenseits zu organisieren. Es ist ein bisschen komplizierter als das. Wir können ihn nicht... Es ist, eigentlich ist es scheißegal, ich muss es ihm sagen. Entschuldige, wie war das? Er will mich veräppeln, oder? Adrian? Nein, ich glaube nicht. Wir haben also einen Verdächtigen. Genau das heißt es, ja. Captain, Percival und ich müssen diese Proben ins Labor bringen, um sicherzustellen, dass wir die Parasiten und die Terrormorphs gleichzeitig beseitigen können. Ich hoffe doch. Aber Vey Victis ist unsere einzige handfeste Spur zu den Angriffen. Da außer dir niemand weiß, wo er ist, kannst du mit ihm reden? Kannst du versuchen, ihn dazu zu bringen, etwas auszuspucken, was er wissen könnte? Oh ja, ich knöpfe ihn mir vor und sowas von. Gut. Wir treffen uns alle beim Mast, vor dem Kabinettssaal. Sie werden alles wissen wollen, was wir hier aufgedeckt haben. Viel Glück, Captain. Und danke, dass du dich um ihn kümmerst. Die Proben sind verwahrt. Ich würde am liebsten direkt zur UC rennen und sagen, hey Leute, wir haben ein Problem, wir müssen den Typen mal schnellstmöglich irgendwie über den Haufen schießen. Ich würde den, also frei rumlaufen ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber Mast, da. Der Typ hat anscheinend immer noch zu viel Macht. Der ist aber zu gefährlich. Kannst du machen, was du willst. Viel zu gefährlich. Ja, ja gut, Mast sieht anders aus. Oh, ja, 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 ja. Das nimmt ja ein paar Wendungen hier. Die Frage, ob wir jetzt kurz noch ein paar Gespräche bekommen und dass die Story dann vorbei ist. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Oder ob dann doch noch was Größeres passiert. Oder ob er nicht der einzige Strippenzieher ist, sondern noch irgendwas anderes dahinter passiert. Ich bin mal gespannt. Das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen, ja, das merke ich. Ja. Nase kribbelt. Boah. Aber wirklich, immer die Kamera, ich sag's ja immer wieder, die Kamera ist an, die Nase kribbelt. Das ist wie so ein Fluch, ey. Ich habe das Gefühl, heute wird ein schöner Tag. Ein schöner Tag? Ne, ich weiß ja nicht. Gestern haben noch Terramorphs angegriffen. Ne, ne, ich fall da nicht drauf rein, hier, da, von wegen. Der Fahrstuhl da oben, nicht da unten. Siehst du? Aber die Quest sagt mir, rede mit Vey Victis, oder? Oh, ich bin immer noch mit Frost und so. Ja, sprich mit Vey Victis. Ja, nun. Im Namen der Vanguard hier. Unter Sektion 7. Huha, hu. Pass auf, da ist der Typ selber ein Terramorph oder sowas. Oder hat die Fähigkeit. Das würde das erklären. Er hat die Fähigkeiten eines Terramorphs, um Leute zu kontrollieren. Das würde das erklären.
wie er das hier abgezogen hat, aus dem ganzen Ding heraus. Welch angenehme Überraschung. Als ich hörte, dass du und Hadrian ausgerechnet nach Londinion wolltet, nahm ich an, ihr werdet was Großem auf der Spur. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Komm, stell dich nicht dumm, du weißt ganz genau, was passiert ist. Wie in aller Welt kommst du darauf, etwas derart Lächerliches zu behaupten? Wir haben eine Tonaufzeichnung. Habt ihr das? Nun, ich weiß nicht, was du auf dieser Aufzeichnung gehört zu haben glaubst, aber ich hoffe, dass du keine falschen Schlüsse ziehst. In Anbetracht des nervösen Zustands des Kabinetts könnte es in derartige Neuigkeiten hineininterpretieren, dass ich etwas mit den Angriffen zu tun habe. Kann ich dich überzeugen, das für dich zu behalten? Tut mir leid. Tut mir leid, ist eine gute Einleitung, in großen Anführungszeichen für sowas. Ich will nur die Wahrheit. Du weißt also wirklich nichts über die Angriffe? Komm, spar dir die Lügen. Raus damit. Weißt du, du bist viel schlauer, als ich dachte. Ich soll es also aussprechen für dich. Ich war's. Die Terrormorph-Angriffe auf Tau Ceti, New Atlantis, meine Idee. Jahrelange Zusammenarbeit mit meinem Partner. Experimente, wie man den Blütenstaub der Lazarus-Pflanze außerhalb von Londinion verbreitet. Wie man ihn herstellt, als Waffe einsetzt. Und weil du ja so schlau bist, kannst du dir bestimmt denken, warum ich sowas tun würde. Weil du wahnsinnig bist und ein Mörder? Wäre was Persönliches. Partner, mit wem arbeitest du denn zusammen, wenn ich fragen darf? Alles zu seiner Zeit. Oh. Zuerst will ich wissen, ob du wirklich so schlau bist, wie du wirkst. Also, warum würde jemand wie ich sich die ganze Mühe machen? Ja, ganz einfach. Zeigt der UC, was deine Waffe kann, und sie setzen sie ein. Ein schlechter Gedanke, aber nein. Die Angriffe waren eine Korrektur. Aha. Ich habe durchaus überlegt, meine Entdeckung der Pflanze offenzulegen. Aber wir waren im Krieg und derart gefährliches Wissen durfte nicht in falsche Hände fallen. Also habe ich den Raumhafen von Londinion bombardieren lassen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Ausbreitung der Terrormorphs wurde verhindert. Und das Wissen um das Potenzial der Pflanze geschützt. Du hast erst Jahre danach rausgefunden. Du hast nicht mal deinen eigenen Leuten vertraut? Das waren die letzten Tage des Koloniekriegs, Captain. Es wimmelte überall von Freestar-Spionen. Ich hatte Sorge, dass das Collective anfängt, Lazarus-Pflanzen zu züchten und unsere Welten mit Wellen von Terrormorphs überzieht, wenn das rauskam. Genau wie in Londinion. Die Stadt abzuriegeln, um unzählige weitere Tote zu verhindern. Das war damals die einzige vernünftige Option. Vielleicht ist es besser, wenn wenige Menschen es wissen. Ja, da ist was dran irgendwo. Ja, du hast es erst Jahre später rausgefunden. Das sagt sich jetzt leicht, aber wir hatten es mit einem Ausbruch aus einer kaum erforschten Quelle zu tun. Ich musste vor allem schnell handeln. Eine gefährliche Variable aus einem ohnehin katastrophalen Krieg entfernen. Aber als der Krieg vorbei war, mein Prozess, meine Hinrichtung, traf ich eine Entscheidung.
Ich hatte alles für die UC gegeben, selbst mein Leben. Und was habe ich dafür bekommen? Haben die UC versucht, mein Vermächtnis zu beschützen? Das meiner Tochter? Nein, wir wurden geopfert, obwohl wir nur gedient hatten. Also habe ich geschwiegen und als Korrektur die Angriffe arrangiert. Meine Tochter wird zur Heldin. Ich werde Berater, weil ich Kaisa und das Forschungsteam gefunden habe. Und ich festige meine neue Machtposition, indem ich ihnen den Drahtzieher hinter dem Angriff auf New Atlantis nenne. Den tragisch verstorbenen Reginald Orlais. Über Jahre hinweg mein Partner und von Anfang an als mein Sündenbock eingeplant. Ein Glück, dass er gestoppt wurde, bevor jemand zu Schaden kam. Seine jahrzehntelange Flucht ist zu Ende, dank eines weiteren Helden. Dir. Er hat das alles geplant, dieser Sack. Du hast also UC-Bürger umgebracht, weil deine Ehre angeknackst war. Ah, dann bin ich nur dein Aufräumteam. Warum kommt mir das so bekannt vor? Ja, den haben wir über den Haufen geschossen. Ja, gute Frage. Wie hast du das von hier aus koordiniert? Es war nicht leicht. Doch das Schöne, wenn man verabscheut wird, die Leute tun alles, um einen zu ignorieren. Sie wollten vorgeben, dass ich nicht existiere. Das habe ich zu meinem Vorteil genutzt. Dennoch war es mühsame Arbeit, über die UC-Sicherungsteams einen Kommunikationsweg zu Orlais aufzubauen. Manch ein Feldzug war leichter. Sie dachten, sie ködern gesuchte Verbrecher. Doch in Wahrheit haben sie präzise verschlüsselte Slates ausgeliefert, mit Anweisungen, die nur der Empfänger sehen konnte. Genau im richtigen Moment geliefert, sodass sie in die richtigen Hände fallen, ohne dass die UC erkennen, mit wem sie es zu tun haben. Mühsame Arbeit, aber letztlich effektiv, wie du siehst. Also bin ich nur dein Aufräumteam. Captain, bitte. Du hast hier ebenso profitiert wie ich. Vielleicht mehr. Deswegen habe ich Kaisa von Orlais umprogrammieren lassen. Dich von der alten Kiste dahin führen lassen, wo ich die Pflanze vor Jahren gefunden habe. Alles, damit ihr Erfolg habt. Und es hat geklappt. Ich weiß zufällig, dass das Kabinett dich und Hadrian ehren will, wenn alles erledigt ist. Ist das nicht allemal besser, als irgendwo im Nirgendwo Aufträge für die Vanguard zu erledigen, ohne Anerkennung? Und nur die vage Hoffnung, sich vielleicht irgendwann auf dem Unterdeck ein Haus kaufen zu dürfen. Von welchen Ehrungen reden wir? Hätte seine Vorzüge. Falls du darauf wartest, dass ich Danke sage, werden wir eine Weile hier sein. Sie würden mich ehren dafür, dass ich deine Fehler ausbüge? Du wirst nur geehrt, weil ich die Situationen arrangiert habe, die das ermöglichen. Sei dankbar. Das schmeckt mir nicht. Vergiss nicht, wie wichtig unser eigentliches Endspiel ist. Die Terrormorphs eliminieren und das Wissen um die Lazarus-Pflanze sichern? Was wir in Gang gesetzt haben, wird vielleicht Millionen von Leben schützen. Ich bitte nur darum, dass ein weiteres Leben geschützt wird. Meins. Ich habe die Beweise für Orlais' Beteiligung an den Angriffen an das Kabinett geschickt und dabei meine verschwiegen. Ich bitte nur darum, dass du das dem Kabinett bestätigst. Sag ihnen, dass es Orlais allein war. Ich habe schließlich noch immer eine lange Liste mit Bedrohungen für die UC. Wir können unsere guten Taten fortsetzen. Boah, das hat so einen echt bitteren Beigeschmack. Wovon genau reden wir hier? Die Jagd nach Kriminellen und anderen Bedrohungen für die United Colonies. Ich vermute, dass sie mir etwas mehr Freilauf gönnen, wenn all das vorbei ist.
Das wäre wie die Sache mit Orleis. Du würdest sie aufspüren und sie davon abhalten, den United Colonies zu schaden. Das ist jedoch unmöglich, sollte das Kabinett erfahren, dass ich für die Angriffe verantwortlich war. Oh, es tut mir leid, ich bin echt in der Zweckmühle. Ich mag ihn überhaupt nicht. Aber im Endeffekt, also entweder spielt er mit uns, aber es ist zu riskant. Ja, komm, scheiß drauf. Wir hängen's Orleis an, scheiß drauf. Er hat sein Spiel so gut durchgeplant, jeden Schachzug, ein von anderen, was soll's. Ausgezeichnet. Wartet wichtige Arbeit auf eine rosige Zukunft. Wenn das alles klappt, wie gesagt, das spielt vielen zu sehr in die Hände, aber erscheint es tatsächlich so zu meinen. Ich hoffe es jedenfalls. Ich will ihm mal eine zweite Chance geben. Kann man nicht wirklich schön reden? Sollte man nicht. Ich will nicht wieder aufs Klo gehen. Aber, boah, scheiße. Ja, harter Tobak. Aber es ist das Sinnvollste aus meiner Sicht aktuell. Weil wir könnten es auch ihm und Orleis anhängen. Ich meine, wahrscheinlich habe ich noch eine Wahl, aber... Ich speichere mal, wir gucken mal. Hi. Perfektes Timing. Wir sind gerade rein. Gute Nachrichten. Die Mikrobe und die Acelles sind genauso effektiv gegen die Thermoparasiten wie gegen die Terramorphs. Sehr gut. Das heißt, alle Pläne sollten helfen, um diese Dinger endlich loszuwerden. Angesichts der von der Lazaruspflanze ausgehenden Gefahr können wir uns gar nicht schnell genug um die Sache kümmern. Ich habe das Kabinett bereits auf den neuesten Stand gebracht. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du was rausgefunden? Hat dir mein Vater erzählt, was er über die Lazaruspflanze weiß? Oh, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid, aber... Oh, soll ich... Ich habe gerade gespeichert, ne? Oh, ich kann nicht über meinen Schatten springen. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ich wusste es. Die Aufzeichnung ließ keine Fragen offen. Warum? Hat er einen Grund genannt? Ja, er wollte den Namen reinwaschen und dich zur Heldin machen. Es ist krank zu glauben, dass irgendetwas dem Namen Sanon mehr geschadet hat als er. Naja, sobald wir das Kabinett informiert haben, können sie dafür sorgen, dass er so etwas nicht wiederholt. Ja, er hatte darum gebeten, sein Leben zu verschonen. Das hat er auch bestimmt. Aber er hat Dutzende Menschen getötet. Und ich lasse ihn mit so etwas nicht davonkommen. Das beantwortet wohl unsere letzte Frage. Jetzt müssen wir nur noch rein und herausfinden, was das Kabinett von der Sache hält. Außer es gibt noch was zu besprechen. Das könnte unsere letzte Chance sein, alles zu besprechen, bevor das Kabinett bei der Entscheidung in Sachen Terramorphs mitredet. Gehen wir rein. Dann mal los. Wie schlimm kann es werden? Ja.